Über was spreche ich jetzt? Ja, über Öko-Innovation. Wie können wir was verändern und wie funktioniert das? Und da wollte ich ein paar Ideen. Meine Vorträge sind immer ganz kurz. Ja? Also ich kann nicht lang sprechen. Ich muss immer ganz kurz sprechen und immer ein, zwei Gedanken. Mehr geht nicht. Und da ist so die Idee für mich gewesen, okay, was ist Öko-Innovation eigentlich? Ökologie und Ökonomie sind für mich zwei Themen, die immer zusammengehören. Weil ohne Ökonomie funktioniert auch keine Ökologie. Ja, also gut, als ich angefangen habe, vor 40 Jahren darüber nachzudenken, da hatte ich eigentlich nur immer Ökologie im Kopf und dachte, Ökonomie, ja, das ergibt sich dann irgendwie mal. Nachdem sich das dann nicht ergeben hat und ich ein paar interessante Erfahrungen gemacht habe, dass man ohne ökonomische Grundlage irgendwie nichts verändern kann, dann habe ich seitdem eigentlich das Ziel verfolgt, okay, mit Ökologie, wenn ich was verändern will, muss ich eine gute Ökonomie haben. Und so ist auch unser Unternehmen aufgebaut, dass wir etwas bewirken, kann nur mit einer guten Ökonomie auch dann funktionieren. So, Baustoffe, Haus ist klar. Ja, Themen, Wissen, Geldwirtschaft, Gemeinwohl, Kreislaufwirtschaft, Energieträger, ja, so ein paar Schlagwörter. Thema Wissen. Wir haben ja jetzt hier die Wissenswerkstatt Känguru eröffnet und da ist so das Thema, ja, was ist denn eigentlich Wissen? Wir leben von ganz viel Information, ganz viele Daten. Ja, ich freue mich immer, wir sind ja in sehr technischen Bereichen unterwegs. Ja, also unsere Ingenieure, die dann immer viele Informationen, Daten und solche Dinge da dann vorstellen. Und es geht eigentlich darum, Wissen ist eigentlich das Zusammenführen von vielen Informationen, von vielen Daten und die dann zu interpretieren. So, das ist ein Thema, an dem arbeiten wir. Gestern war ja so ein bisschen so mein Thema, ja, wie kriegt man dann dieses Wissen und diese Komplexität dann eben einfach hin. Und darüber möchte ich heute jetzt ein bisschen dann weitergehen, in die nächste Thematik rein. Und mal anzugucken, was ist denn eigentlich so, was passiert denn eigentlich so? Wohnraum, ja, Sie wohnen alle wahrscheinlich in einem Wohnraum oder in einer Wohnung oder einem Haus, ist das richtig? Ja, denke ich so. Ja. Wer wohnt im Wohnwagen? Ja, ja, also tatsächlich, also freut mich immer. Also meine Frage an Sie ist, wie viel Wohnraum nutzen Sie, wie viel Quadratmeter? Hm? Also Rechenbeispiel, Sie leben mit Ihrer Frau oder mit Ihrem Mann, mit Ihrem Partner in einer Wohnung und haben zum Beispiel zwei Kinder, leben in der Wohnung und die hat 100 Quadratmeter, dann nutzen Sie durch 4 25 Quadratmeter. So, wenn Sie sich das jetzt mal überlegen und mal ausrechnen, auf wie viel Quadratmeter Wohnraum wohnen Sie? Also, wenn Sie jetzt allein wohnen und eine 120 Quadratmeter Wohnung, ne, dann haben Sie 120 Quadratmeter. Weiß jeder jetzt, wie viel Quadratmeter, auf wie viel er wohnt? Ja, wunderbar. Wer wohnt unter 10 Quadratmeter? Oh. Wer wohnt bis 20 Quadratmeter? Haben wir schon jemanden? Gut. Wer wohnt bis 30 Quadratmeter? Haben wir auch noch ein paar. Wer wohnt bis 40 Quadratmeter? Oh, da haben wir schon mehr. Wer wohnt bis 50 Quadratmeter? Aha. Wer wohnt über 50 Quadratmeter? Was sehen wir? Das sind die meisten, ne? Die meisten wohnen über 50 Quadratmeter. Okay. Das muss man sich erstmal klar machen. Wie viele Quadratmeter nutzen Sie? Das ist ein zentrales Thema, was Ökologie und was Umwelt und was das alles betrifft. Ich habe das mal zusammengestellt. 1950, ne, hat man so auf 14 Quadratmeter gewohnt. 2004 waren es schon 42 Quadratmeter und so geht es dann weiter, ne, mit 46 Quadratmeter 2014 und 2030 werden wir ungefähr bei 56 Quadratmeter sein. So, und jetzt können Sie sich überlegen, jetzt haben wir hier ja schon mal festgestellt, dass die Mehrzahl jetzt schon über 50 Quadratmeter bewohnt, ne? Was sich hier für eine Gruppe an Menschen zusammengefunden hat, wie wir wohnen. Das müssen wir uns klar machen. Und vor allen Dingen muss man sich das klar machen, wenn man wirklich was verändern will und das auch noch dann
sagt ja, ich verändere die Welt oder so weiter. Ne? Da muss man sich erstmal klar machen, wo verändere ich eigentlich die Welt? Wenn ich jetzt aber weiterschaue, also man muss auch dazu sagen, es gibt natürlich Gründe hier, 2030 über 56 Quadratmeter. Was können für Gründe damit auch noch dahinter liegen? Ne? Also, wird ein Haus gebaut, Kinder sind da, die gehen raus, zum Schluss wohnt man da auf 120 Quadratmeter zu zweit. Ne? Wie viele Kinderzimmer stehen leer in Deutschland? Ungefähr 15 Millionen Kinderzimmer stehen leer. Einfach leer. Da ist nichts. Rumpelkammer oder Abstellraum oder Bügelraum oder was weiß ich was. Ja? Auch ein Thema, ne? Also, aber ein anderes Thema, wenn man denkt, kommen ein paar Flüchtlinge, ne? 15 Millionen Zimmer stehen leer, ne? Eigentlich kein Problem. Ne? So. Ne? Man kann das ja auch mal so ein bisschen von verschiedenen Seiten angucken. Okay, dann haben wir natürlich immer mehr Single-Haushalte. Ja? Das heißt, ungefähr 40 Millionen Wohnungen in Deutschland sind Single-Haushalte. Mit steigender Tendenz. Und dann haben wir die alternde Gesellschaft. Das heißt also, immer mehr Menschen leben allein in einer großen Wohnung. Also viele alte Menschen leben zwischen 70 und 100 Quadratmeter. Weil sie da eben schon jahrzehntelang wohnen und ihr Haus ist oder ihre Wohnung. Das spielt natürlich auch alles mit dazu. Aber die Realität ist einfach 56 Quadratmeter in 2030. Wenn wir jetzt weiter gucken, wie sich das verhält mit dem Raumwärmebedarf. Ja? Jetzt schauen wir mal auf die grüne Geschichte. Ja? Raumwärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche. Das heißt, der geht kontinuierlich nach unten. Das ist doch super. Ne? Das ist nämlich die ganze Geschichte, die wir seit Jahren natürlich auch Wärmedämmung, bessere Energie, weniger Energie für Raumwärmebedarf. Ne? Gleichzeitig aber, jetzt gucken wir die andere, ist der Bedarf an Wohnraum, also die Quadratmeter, gestiegen. Ja? Das heißt, wir müssen pro Person mehr Quadratmeter beheizen. Ja? So, wir sind also sehr erfolgreich, einerseits Energie einzusparen und andererseits brauchen wir aber immer mehr Wohnraum. Die Konsequenz ist, und das ist, fand ich dann spannend, wenn Sie so 1970 schauen, wie viel Raumwärmebedarf wir pro Quadratmeter haben, im Jahre 2025 haben wir das etwa wieder erreicht. Super, ne? Das ist Ökologie, ne? Das ist so. Also das heißt, meine Botschaft ist, wir müssen es immer ein bisschen komplex und zusammen anschauen, was machen wir eigentlich? Was passiert da eigentlich? Und das ist ein schönes Bild zu sehen, wie die Wirkung, und letztendlich ist das, was uns trägt, die Wirkung tatsächlich, was uns in die Zukunft auch, und auch eine Veränderung bringen kann. Und letztendlich muss man sagen, bis jetzt haben wir noch nicht so viel Veränderung hingekriegt. Ja? Eine tatsächliche Veränderung. Also, Energieeffizienz. Ne? Kann man auch ein paar Fragezeichen mal hinmachen. Wie geht man damit um? Und vor allen Dingen für mich ist wichtig zu schauen, wie gehe ich selbst damit um? Muss ich immer mir selbst die Frage stellen. Wenn ich dann auf dem Weg bin und immer von Wärmedämmung und Energieeffizienz und alles predige, ne? Und wie wohne ich selbst? Also, Selbstreflexion, ne, ist da angesagt. Ja gut, um etwas zu verändern, müssen wir für die Zukunft immer auch die verschiedenen Dinge letztendlich im Auge behalten. Und da sind wir bei Mensch, Natur, Qualität, Wohnen, Gesundheit. Und wenn wir dieses nicht zusammendenken, dann sind wir immer auch wieder bloß in einer Richtung unterwegs. Ja, wenn ich Menschen habe, die immer nur hier im Bereich Natur unterwegs sind und alles andere ausblenden, haben wir immer ein Problem. Segmentiert zu denken, können wir nie das Ganze verändern. Spannend hier das Thema, ne, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Und die haben gesagt,
eine Wirtschaftsweise, die muss menschliches Wohlergehen steigern, die muss soziale Gleichheit sicherstellen und Umweltrisiken und ökologische Knappheiten erheblich verringern. Das steht da geschrieben. Es steht so viel geschrieben und so einfach, wir müssen es einfach bloß nehmen und sagen, okay, jetzt werden wir uns da an den drei Gedanken, da werden wir uns jetzt mal entlanghangeln. Viele Unternehmen, die sagen, ja, wir machen Green, heute ist alles Bio, ne? Also wenn man zu einem Unternehmen heute geht, ja, immer Umwelt, ne? Und die geben ihnen so einen dicken Umweltbericht und wissenschaftlich alles nachgeprüft, ne? Wir sind Green, ja. Letztendlich wahrscheinlich 99% sind irgendwas, aber das hier sicherlich nicht. Cradle to Cradle ist so ein Begriff heute, so, man kreiert immer so neue Dinge und ich bin immer gern für deutsche Begriffe. Naja, gut, wir haben das Thema Kreislaufwirtschaft und da sollte der Fokus viel intensiver drauf, auch in den Industrien. Ja, technischer Kreislauf, biologischer Kreislauf, aber mit dieser ganzen Industriegeschichte haben wir auch das große Thema Geldwirtschaft. Ich mache jetzt keinen Vortrag über Globalisierung und. Aber das ist zentral. Unser Thema ist unser Geldwirtschaftssystem weltweit. Das ist ein konkretes Thema, an dem wir letztendlich arbeiten müssen. So, Geldwirtschaft, da kann ich nur empfehlen, sich auch da nochmal intensiv damit auseinanderzusetzen. Das zweite Thema ist das Gemeinwohl, wo wir uns damit beschäftigen müssen. Gemeinwohl ist ganz wichtig. Und wer hat schon mal was von Gemeinwohlökonomie gehört? Noch niemand? Kann ich nur empfehlen. Da gibt es den Christian Felber. Und da geht es so um Ideen, wie kann ich gemeinsam wirtschaften. Das nächste Thema Umwelt. Wenn ich die drei Sachen immer zusammen denke, dann funktioniert auch der Weg, um etwas zu verändern. Also aufs Unternehmen bezogen, Unternehmen, Sozial und Verantwortung. Wir haben als Überschrift bei uns, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Ja, jeden Tag stehe ich davor und das seit 30 Jahren. Boah, und werde konfrontiert, wie setze ich das um, ja, im Alltag, ja, wenn so eine Frage kommt. Das hatte ich schon mal gestern gezeigt. Das heißt, Kunden und Anbieter verstehen sich als Partner. Das ist uns ganz wichtig. Das hat nämlich auch damit was zu tun mit der Kommunikation. Kommunikation heißt, den Menschen wirklich als Subjekt wahrzunehmen. Heute in unserer kapitalistischen Welt von unserer Geldwirtschaft wird alles nur noch als Objekt gesehen. Das heißt, ich sehe den Menschen nicht als Mensch, sondern als Funktion. Architekt, der ist Energieberater, der ist Zimmermeister, der hat eine Funktion, ist Geschäftsführer, ist Vertriebsleiter. Ich sehe den Menschen nicht, ich sehe seine Funktion. Und so wird auch miteinander umgegangen. Und das ist unser Problem, dass wir den Menschen nicht mehr sehen. Und das ist wirklich die Grundlage zu schauen. Der Mensch im Mittelpunkt heißt, den Mensch wieder als Subjekt wahrzunehmen. Und erst wenn ich den Mensch als Mensch wahrnehme, dann findet überhaupt erst ein Austausch statt. Dann können wir uns weiterentwickeln. Und nur mit Austausch entwickeln wir uns tatsächlich weiter. Wir in unserer kleinen Idee, die wir von ProKlima letztendlich auch dann bearbeiten und weiterbringen, Thema Energie ist ein großes Feld, also Dichtung der Gebäudehülle innen und außen, also die Haushülle, mit dem wir uns beschäftigen. Das zweite Thema ist Bauschäden, das heißt Bauschadensfreiheitspotenzial, das ist ein tolles Wort, das was Lothar Moll kreiert hat und natürlich ein bisschen sperrig ist, aber letztendlich heißt es die Erhaltung von Material, das ist das zentrale Thema und dann eben Räume zu schaffen, zum Wohnen, zum Arbeiten, die auch lebenswert sind.
Und da geht es grundsätzlich wirklich um die konsequente Ökologisierung im Material und in der Raumluftqualität. Ja, das sind meine drei I's, die ich gerne immer allen mit auf den Weg gebe. Wenn ich jetzt so den einen oder anderen in seinem Gehirnskastel ein bisschen irritiert habe, dann habe ich schon mein erstes Ziel erreicht. Zum Beispiel, nee, das ist doch gar nicht so, was der sagt, oder aha, ist interessant, oder wie auch immer. Alles okay, weil Irritation ist der erste Moment, das erste Momentum, dass überhaupt was passieren kann, dass es eine Veränderung geben kann. Nämlich in dem Moment, wenn in unserem Gehirn etwas passiert. Das zweite ist, wenn Sie jetzt ein bisschen inspiriert sind, eine kleine Idee haben, interessanter Gedanke, dann sind wir schon wieder einen Schritt weiter, das ist ganz toll. Diese zwei Sachen nutzen aber uns überhaupt nichts, wenn wir es nicht schaffen, irgendeinen Punkt in die reale Welt zu bringen, sprich zu integrieren in unseren Alltag oder in unser Geschäftsmodell, in unsere Firma, in unser Tun. Das ist letztendlich das, was die Welt verändert, und das macht letztendlich auch Zukunft. Das heißt, Sie machen Zukunft, jeder von uns macht Zukunft, indem er etwas realisiert und in die Welt bringt. Vielen Dank.